Der FC Bayern München empfängt zu Hause Borussia Dortmund. Alles ist angerichtet. Die Premiere von Trainer Thomas Tuchel gegen seinen Ex-Verein. Erster gegen Zweiter. Da sind wir also in der Allianz Arena. Für die Bayern geht es um richtig viel in diesem Spiel, das ist keine Frage. Der Gewinner ist auf jeden Fall Tabellenführer. Gucken wir mal, wie es die Bayern angehen. Auf der Bank hat Adam Mané. Und so der BVB. Also, alles ist angerichtet für dieses Topspiel, für diesen Klassiker hier in München. Und los geht's. Der BVB von rechts nach links in den gelben Trikots. Gegen die Bayern. Süle, gleich mal weiter Ball. Musiala, Gnabry. Wer startet besser ins Spiel? BVB mit der ersten Chance. Bellingham, weiter Ball für Adeyemi. De Ligt dazwischen. Cancelo und Joshua Kimmich. Musiala schickt Sané. Über Sané, da ist Platz für ihn. Das liebt er. So, nee, super Ball zu Goretzka, 1-0 Bayern. Das ist die Qualität des FC Bayern. Und so ist das entstanden, Sané mit dem tödlichen Pass für Goretzka. Schlotterbeck und Süle sehen da gar nicht gut aus. Und schwupps ist der FC Bayern wieder an der Tabellenspitze. Leon Goretzka. Also, das ging schnell. 7 Minuten. Auftakt nochmals für Thomas Tuchel in seinem ersten Spiel als Trainer für den FC Bayern. Ah, Fehlpass von Sané. Brandt. Legt der BVB direkt nach. Malen. Ja, das sah mir abseits verdächtig aus, war auch abseits Daniel Malen. Ja, ganz knappe Geschichte. Ja, guter Pass von Musiala, Sieg Gnabry. Ja, und das war sehr ungestüm. Könnte der gelbe Karte nach sich ziehen. Rafael Guerrero. Ja, Schiedsrichterin zeigt ihm da zu Recht die gelbe Karte. Also schon einiges geboten nach 13 Minuten. Gelbe Karte, Tor. Und jetzt darf Leroy Sané den Freistoß sich eignen. Ab geht's. Davis. Musiala mit der Hacke. Diesmal kommt der Ball nicht durch. Kobel. Frühes Pressing der Bayern. Oh, Coco. Ja, super Pass für Malen. Falls es kein Abseits ist, aber schon wieder steht Malen im Abseits. Diesmal ein bisschen deutlicher. Malen und Pomecano. Merkt euch mal dieses Duell. Cancelo. Hat sich ja. Zusammen mit Goretzka und Kimmich klar dafür ausgesprochen, dass es keine Risse gab in der Mannschaft bei Julian Nagelsmann. Die Dortmunder kommen schon wieder! Und Daniel Malen, diesmal versucht es mit dem Vollrückzieher. Ja, das kann sich sehen lassen. Aber er hat Sommer mit seinen Fingerspitzen noch dran. Ecke BVB, Guerrero bringt ihn rein. War jetzt nicht super gefährlich.
Ja, und dadurch gibt es die Kontermöglichkeit für den FC Bayern. Choupo-Moting dreht erstmal ab. Goretzka. Musiala. Und da ist schon wieder Schlotterbeck. Zu spät, aber diesmal abseits auf der anderen Seite. Serge Gnabry ein Tick zu spät. Nochmal Glück im Unglück. Für den BVB, der auf jeden Fall was ändern muss. Abwehr heute viel zu wackelig. Fehlpass Schlotterbeck. Choupo-Moting. Ja, den haben sie bis jetzt einigermaßen noch im Griff. Den Rest noch nicht so. Sané, Sané, 2 zu 0. Der FC Bayern macht das, wie er will heute. Das kennen wir schon von den letzten Klassikern. Und schon wieder schaut Schlotterbeck sehr, sehr schlecht aus bei diesem Gegentor. Ja, Kobel kann man dann keinen Vorwurf mehr machen, aber das ist einfach etwas schlappig. Und Leroy Sané mit dem 2 zu 0. Brand, Malen, diesmal kein Abseits. Malen, Mokoko. Bin ich mal gespannt, was Edin Terzic seiner Mannschaft mitgibt. Für die zweite Hälfte dann Sané, Sané, die werden hier komplett auseinandergenommen. Kobel. Ja, Dortmund sehr früh mit dem Wechsel, kann ich aber auch verstehen. Mokoko runter, Allaire rein. Terzic zeigt Reaktionen. Adeyemi. Dortmund hier eher auf Konter ausgelegt. Malen. Aber Concedo. Ganz abgebrüht. Cancelo muss auch noch schauen, wie er es mit seiner Zukunft macht. Hat im Sommer Angebote, falls er nicht bei den Bayern bleibt. Verbasser. Wird dann spannend werden, was da passiert. Choupo-Moting. Musiala, Schlotterbeck ist da. Wir müssen alle auf Malen. Adeyemi. Upamecano. Und Dortmund mit Brandt hat ja bei den Länderspielen verletzungsbedingt gefehlt. Heute ist er wieder da. Freistoß. Er macht auch Julia Brandt. Malen steht auch noch dabei. Brandt macht die. Der kommt sogar gut. Julian Brandt. Bayern wieder mit Choupo-Moting. Schöner Pass von Gnabry. Choupo-Moting. Eckball für die Bayern. Ah, kurz ausgeführt, Gnabry. Musiala. Kimmich. Gnabry, Kobel ist dran. Und jetzt bloß nicht vor der Halbzeit das dritte kassieren. Aber die Bayern machen das wirklich schon sehr raffiniert heute. Gnabry. Sané. Sané wieder. Davies, Flanke auf Gnabry. Kimmich. Özcan. 2 Minuten Nachspielzeit. Brandt. Letzte Chance für die BVB vor der Halbzeit. Adeyemi nochmal auf Brandt. Und dann pfeift der Schiedsrichter zur Pausentee. 2 zu 0 für den FC Bayern, also zur Halbzeitpause. Ja, da ist noch nicht so viel los. Julian Brandt. Letzte Zeit so gut in Form. Ja, Bayern fast in jeder Statistik besser. Ballbesitz 60%. Gucken wir mal auf das Schussverhalten. Auch da die Bayern klar überlegen. Das also die Ereignisse in der ersten Halbzeit. Wir gehen rein in Halbzeit 2 und die stoßen die Bayern an. Also schaut doch ganz gut aus für die Münchner hier an diesem Samstagabend. Musiala. Goretzka. Links Sané. Den sieht er auch. Den nimmt er auch mit. Sané Ryerson. Blockt ab, der spielt heute überraschend anstatt Marius Wolf. Und hier fast das 3 zu 0. Latte verhindert das. Bellingham, bitte Fehlpass. Da läuft heute gar nicht zusammen, statt jetzt. Und Sané hat da auch wirklich jedes Mal die Nase vorne. Davies. Ja, Ryerson hat das nicht ganz so im Griff mit Davies. Und Sané. Wechsel bei den Bayern. Dreifach Wechsel bei den Bayern. Komm, Müller und Mané kommen.
bei Dortmund dann Marco Reus für Adeyemi auf dem Feld. Also, eins nach dem anderen, Müller für Sané, Mané für Gnabry und Grabauer kommt für Jamal Musiala. Brat Ryerson. Ja, Ball auf Ryerson, Julian Ryerson. Und, ja, das ist so ungefährlich, aber war mit die beste Chance für Dortmund. Jetzt erstmal Grabauer, der hat Tempo, der ist frisch. Kingsley Grabauer gegen Gregor Kobel. Boah, fast da noch das Eigentor von Schlotterbeck. Chance läuft noch. Immer noch nicht geklärt. Kimmich, Goretzka. Und dann ist Gregor Kobel zur Stelle. Aber immer noch nicht ganz raus. Kein Foul, weiter geht's mit Sadio Mané, Goretzka, Choupo-Moting, 3:0 FC Bayern. Eine Machtdemonstration. Ja, und die ein oder andere wird jetzt vom Tuchel-Effekt sprechen. Ja, das hat weder Hand noch Fuß, was da die Dortmunder machen. Come on. Come on, fällt jetzt das vierte, Kobel. Und das ist das vierte. 4:0 FC Bayern. Das ist der FC Bayern aus den Klassikern, wie wir ihn so in den letzten Jahren erlebt haben. Kingsley Coman darf dann auch nochmal 4:0. Ach du meine Güte. Schlotterbeck heute Falschgeld auf dem Platz. Und dann ist das Kingsley Coman. Ah, Terzic reagiert nochmal. Emre Can kommt rein. Für Sali Özcan, der heute auch blass gewirkt hat. Also 4:0. Dortmund, das ist schon mal sicher, wird die Tabellenführung also aller Voraussicht nach heute abgeben an eben den FC Bayern. Dortmund kommt nochmal alle malen. 4:1. Daniel Barlett, geht da vielleicht noch was? Also wir haben schon einiges erlebt im Klassiker. 5 Tore bisher, nach 65 Minuten. Dortmund jetzt mit Malen. Lecco mio, jetzt fangen die auch noch an. Alea. Ja, Davis zur Stelle. Also so ist. Zweite Halbzeit wirkt etwas vernünftiger, Aller. Also Bayern verpfeift die nächsten zwei Wechsel. Dele Blind und dann auf dem Feld kriegt die Kapitänsbinde. Überreicht wahrscheinlich aufgrund seiner Erfahrung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nico Schlotterbeck, 4:2. Was haben wir denn heute kritisiert? Und dann kommen die tatsächlich nochmal, zumindest mit dem Doppelpack. Ich mach das Fass jetzt auf. Es sind noch 15 Minuten. Masraoui. Aber ich kann mir das bei bestem Willen nicht vorstellen heute Abend. Dass das tatsächlich noch kippt. Schussstatistik 10:5. Masraoui. Ja, ein bisschen Ruhe reinbringen. Müller, Masraoui und Blind auch wahrscheinlich, um das Spiel jetzt etwas zu beruhigen, reingekommen. Komm mal. Also mittlerweile spielt ja eigentlich nur Borussia Dortmund. Das ist Brandt. Aller. Komm mal. So, der Mané. Und dann tick-tack, tick-tack, ihr wisst schon, die Zeit ist vorbei, die reguläre Spielzeit, was kriegen wir oben drauf? 2 Minuten. Und das ist Müller blind! Und das ist die endgültige Entscheidung, 5:2, Daily blind. Siebtes Tor heute. Was
Was hat der alles für Spiele auf dem Konto? Und dann hier nochmal, oh, was war das für ein Fehlpass? Come on, jetzt gegen alle, come on, Ryerson zur Stelle. Der FC Bayern gewinnt also dieses Spiel mit 5:2. Und der FC Bayern sichert sich dabei die Tabellenspitze. Ja, hier nochmal Masraoui und Brandt. Hat noch was zu klären nach dem Foul. Also 5:2 im ersten Spiel von Thomas Tuchel. Gucken wir auf die Events. Goretzka und Sané haben da ziemlich früh alle Hoffnungen für die Dortmunder zerstört. Dann hatten wir den frühen Wechsel mit Alert. Ist das Ding so in die Halbzeit gegangen. Dann kam Müller, Mané, Ademi. Dann ziemlich schnell hintereinander das 3:0 von Choupo-Moting. Und das 4:0 von Kingsley Coman. Dann auch wieder eine prompte Antwort. Daniel Malen mit dem 4:1. Aus Schlotterbeck mit dem 4:2. Und dann in der letzten Minute Daley Blind. Schiedsrichterin hat es auch heute gut gemacht. Das war's hier von diesem Projekt auf meinem Kanal. Leute, falls ich sowas öfter machen soll hier auf diesem Kanal. Wichtige Spiele simulieren, kommentieren. Dann lasst mich wissen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vor allem schreibt einen Kommentar.